Sportklassen, Ihr Sport-2000-Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. Hallo, mein Name ist Joachim Behrens. Ich bin Küchenchef im Hafenhaus und heute kochen wir den Matjes-Topf mit Hausfrauensoße. Für 4 Portionen brauchen wir 8 Matjesfilets, 2 Äpfel, 2 Zwiebeln, 4 Gewürzgurken, 8 Esslöffel Mayonnaise, 1 Teelöffel Senf, 100 ml Sahne, 4 Esslöffel Gurkenwasser und frischen Dill. Man könnte es auch in Streifen schneiden, aber ich mache jetzt alles gerne einheitlich, dann ist es optisch nachher, sieht es einfach besser aus. Nehme ich mir die Gurken, Würfel in eine Schüssel rein, 4 Esslöffel, ruhig auch ein bisschen mehr. So. Bis aufs Gehäuse. Und wieder in feine Würfel. Jetzt menge ich mir die ganze Geschichte ein bisschen durch, damit die Äpfel keine braune Farbe annehmen. Dazu kann man dann auch immer noch mal ganz gerne einfach mal einen kleinen Schuss Limetten oder Zitronensaft nehmen. Mit ein bisschen Limette verhindere ich, dass der Apfel braun wird. Und es gibt natürlich auch noch am Ende einen frischen Geschmack in der Soße. Nun nehme ich mir nochmal richtig frischen, schönen, knackigen Dill. Reiße mir ein bisschen was ab. Ist auch nicht schlimm, wenn da mal kleine Stiele mit reinkommen. Überhaupt nicht. So. Und dann nehme ich den Dill und schneide den einfach. Ich hacke keinen Dill, ich schneide den richtig schön grob runter. Jawohl. Mal mit einem Löffel alles schön vermengen. Und das sieht auch schon hier hervorragend aus. Und wer gerne möchte, der kann sich natürlich auch nochmal ein ganz, aber wirklich vorsichtig damit sein, einen Teelöffel Senf unter die Soße mischen. Und außerdem, um die Soße noch ein bisschen geschmeidiger zu machen, kippen wir einfach noch einen ganz kleinen Schluck Sahne dazu. Und das Ganze kann dann am Ende mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt werden. Ich würde auch immer noch eine Prise Zucker dazu tun, weil wir haben jetzt mit dem Gurkenwasser gearbeitet, der beinhaltet Essig. Und wenn man mit Essig arbeitet, sollte man immer ein wenig mit Zucker entgegenwirken. Nachdem wir alle Zutaten miteinander vermengt haben, empfehle ich die Soße so ungefähr 20 bis 30 Minuten ruhig auf Zimmertemperatur stehen zu lassen, damit sich die ganzen Aromen von den Zutaten, vor allem vom Dill, entfalten kann. Und zu guter Letzt werden wir unseren Matjes-Topf jetzt schön auf einen Teller anrichten.